Ja, hier mal wieder live bei Unfair Mario. Ein Spiel, das hat sich verbreitet über geile Webseiten, deren Namen ich jetzt nicht sagen darf. Deshalb legen wir gleich mal los. Wie der Name schon sagt, ist das Spiel ziemlich unfair. Ja, was so viel heißt in Deutsch wie unfair. Konnte man sich irgendwie nicht denken, deshalb habe ich die Translation eben außer Haus gebracht. Ja, dann sind wir hier dieser altbekannte Spielserienheld, der italienische Borat. Und wir hüpfen hier rum wie so ein Ja. Oder auch nicht, ne? Oder manchmal verrecken wir auch an qualvollem Herztod, so wie gerade. Und ja, da sind manchmal auch löchrige Böden und Höhlen. Nicht nochmal dahin. Ah, guck hier. Der Mann, der kann's. Ja, da steht jetzt, da soll ich drunter durch. Soll ich jetzt drunter durch oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht mal drunter durchgegangen, aber egal. Da kommen natürlich so 10 Meter lange Spikes aus dem Stein rausgeschossen und killen mich sofort. Na, ich bin da nicht mal draufgegangen. Ich bin nicht mal draufgegangen und werde gleich abgeschlachtet. Was ist das denn hier? Ja, das habe ich vergessen jetzt. Italiener vergessen ja so viel. Also wir nennen diesen Italiener hier mal Aure. Oh. Oh, das ist neu. Nicht. Schade. Wieso? Wieso weiß ich es dann nicht? Ich geh laut bin. So. Aber jetzt. Also hier drüber. Und da drunter, oder was? Oh ja. Aber nicht so weit unten. Dann wäre es ja fast schon so weit unten wie meine. Ach, jetzt leck mich drüber. Ich hab das doch. Habt ihr das gesehen? Hast du das gesehen? Ich bin da drüber gegangen. Ich hab das schon wieder, das ist derselbe Fail, das ist derselbe Shit, wie seit 5 Jahren. Das ist wie, oh, was ist Mario denn für einer? Der trägt doch auch rot. Der macht bei der CDU mit, glaube ich, bei der CDU, bei den Christbeschissenen. Der stirbt, das ist, ah! Das ist, eigentlich ist das nur meine Schuld. So, wir laufen einfach weiter. Ja, so muss das, hier, Checkpoint, ne? Point Check. So, dann geht's jetzt weiter. Das hätte ich mir denken können. Ja. Tja. Also ein wieder hat. Boah, hast du das gesehen? Der Boden ist weggeflutscht. Der flutscht weg. Oh, boah, ein Stein. Oh, der Stein, da kam Stacheln raus. Da kam Stacheln raus. Das ist ja fast noch schlimmer als bei, wo kommen sonst noch Stacheln raus im echten Leben? Ja, nirgendwo eigentlich. Oh, aus dem Boden, natürlich. Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Itzimi, Dummkopf. Selbst der... Boah, nein, das ist nicht mehr normal. Pass auf, jetzt packe ich meine Skills aus. Zack. Vorsicht, da sind Spikes. Und zack. Komm, komm. Da gibt es mal wieder einen Schulterklopfer auf die eigene Duli. So wie bei mir. Ah, ich bin der Beste. Space for the next level, na klar. Next level. Stacheln im Boden. Ja, besser Stacheln im Boden als Stacheln im Hoden. Watch out. Worauf soll ich aufwatchen? Dass diese Brüche auseinanderbricht. Ja, das ist auch... Ach, da wo der Pfeil hin zeigt. Geiler Trick. So, don't fall in. Ne, dann nicht. Ja, das ist klar. Das ist klar, da kommen Steine. Steine, die vorher unsichtbar waren, aber dann plötzlich werden sie wieder sichtbar. Ne, weil, ja. Ja, das war wieder der Stachelstein des Monats. Kaufen Sie sich jetzt den Stachelstein des Monats. Kennen Sie das? Manchmal kommen Ihre Nachbarn einfach so zu Besuch und betteln. Betteln um Geld oder sonstiges. Kaufen Sie sich einen Stachelstein. Ihr Nachbar tritt drauf und wie aus dem Nichts kommen irgendwelche Metallstacheln rausgewiemert. Wow, ich bin Skiller. Oh, der Stein ist hoch. Nein! Aber jetzt. Ich kenne alle auswendig. Hier, erst muss man hier rüber. Sagen wir Mario ist ein Mann mit der Größe von 1,70. Aha. Okay, das heißt, da bis oben hin sind ungefähr 2 Meter und dann nochmal bis hier oben hin sind 4 Meter. Das heißt, Mario kann aus dem Stand heraus, ohne seine Knie zu beugen, 4 Meter hochspringen. It's me! Leichtathletik-WM, so gut wie in der Tasche. Ach, die kommt sogar von oben.
Ah, das kann ich nur loben. Don't fall in. Ja, wenn ich nicht reinfallen darf, was darf ich sonst denn noch? Gar nichts wahrscheinlich. Oh, das ist derselbe Ton, wie ich gerade gestorben bin. Da muss man eigentlich nur dauerhüpfen. Das ist ja hier, das ist der riesigste, ne? Ja, ja. Manchmal finde ich auch Superlative von irgendwelchen Adjektiven, ne? Der riesigste. Riesig, riesiger, am riesigsten. Ach, guck. Jetzt gehe ich einfach hier unten lang. Wetten. Wetten. Yes. Ah! Da kommt auch noch. Gott. Nee, langsam bin ich echt. Nee. Langsam bin ich's echt leid, hier diese ganzen Hindernisparcours für Dreijährige abzulaufen, ne? Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Komm. Komm, 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 komm. Oh. Kann ich einfach so lang? Oh, ah! Ich hätte gedacht, ich war auf der Stufe darunter. Ich muss das jetzt noch fertig machen, ne? Ich muss es jetzt noch machen. Ich muss es machen, sonst lachen mich alle aus. Sonst werde ich ausgelacht. Ich lache mich gleich selber aus. So schlimm ist das hier. Aurelio, spring mal 4 Meter hoch und dann, yeah! Bam! Und er kommt auch auf den Boden auf, aus 8 Meter Sprung. Ja, ja, sag's ruhig. Ich bin Dämlack. Na klar! Na, unser kleiner Aurelio da vorne, der kann einfach 4 Meter hoch springen. Und wenn er aufkommt, dann knickt er nicht mal seine Beine ein. Also, so einen Muskelbau will ich haben. Ha! Hä! Come on! Nein! Boah, wird scheiße! Das haben die extra gemacht. Das haben die extra gemacht, damit ich jetzt hier, damit ich jetzt hier sag, oh, geile Scheiße. El Steino, der spanische Italiener, kommt wieder aus dem Boden. Das, also, wenn ich für jeden Tod, den ich hier gemacht habe, 30 Euro krieg, wie viel kriege ich dann? 33 mal 30? Das sind 9. Das lernt man in der Grundschule. Ha! Gay! Mario springt über alle Steine. It's a me! Oh! Oh, ich dachte, das klappt jetzt. Als würde es jetzt klappen. Din, 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 din. Oh, ja klar. Nee, ich stelle mich echt dumm an, müsst ihr jetzt denken, ne? Hey, was macht ihr da? Ist der Dämlack. Der hat doch wohl gesehen, da waren doch die Stacheln dran. Und wieso springt er dann da trotzdem drauf? Ist er irgendwie dumm wie Brot? Oder hat er einfach keine Hobbys? Oder? Pass auf. Oh! Din, dun, 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 din, dun, dun. Bowser ist die riesigste Schildkröte in ganz Miami. Und in ganz My City auch. City, Miami, das größte Arschloch hier im Land. Pass auf, jetzt gehe ich hier unten hin und spring. Und bam, ich habe den Checkpoint in der Buchse. Aber ich bin gleich wieder tot. Gut, dass ich einen Checkpoint habe. Hm, naja, ja, das kenne ich von mir zu Hause. Oh, ja, 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 Hackfleischmaschine, Hackfleisch. 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 Da sind wir dabei. Hackfleisch. Na, kacken gehen. Wir gehen alle kacken heute. Ja. Ich weiß selbst nicht, warum ich das wieder mache. Ich mache es auch immer und immer wieder. Wie soll man... Wie soll man das denn machen? Das Spiel ist doch extra für Dreijährige gemacht worden. Wenn ich da jetzt drauf schlamm, bin ich tot. ich kann meinen Job als Hellseher gut verbuchen, ne? Ja, guck mal, da kommen die Stacheln schon vorzeitig raus. Die wissen ganz genau, ja. Da kommt er gleich wieder angesprungen. Der springt so in uns rein. Dann können wir gleich mal killen. Kill Bill. Ne? Jetzt. Die kommen auch von der anderen Seite. Links, rechts, oben, unten. Die kommen aus meiner Hose gleich, wenn das so weitergeht. Aber 50, da gibt's Jubiläum. Da gibt's Galileo und Jubiläum. So. Nee, das kann nicht sein. Der Block. Okay? Der Block. Der war weg von mir. Der war weg. Das geht gar nicht. Das kann nicht sein. Aber ich würde sagen, ich habe hier schon zu viel gefailt. Da muss man morgen weiter gucken, was da die abgeht. Und viel Spaß noch beim Kacken gehen. Bis später.